Hallihallo, ihr lieben Leute von heute. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Clinic of Death. Und wir drücken jetzt mal diesen Schalter. Ah, dadurch scheint hier wohl aufgegangen zu sein. Warum ist es hier so dunkel? Ich sehe ja kaum was. Oh. Zum Glück haben wir ja den Hammer. Oh, Lara. Bitte mach keine Geräusche, du klingst echt eklig. Taschenlampe. So, was ist jetzt passiert? Hier ist aufgegangen. Na, das klang wenigstens normal. Oh! Unser Freund aus Tomb Raider 3, er hat überlebt. Und sein Zwillingsbruder auch. Da schmeiße ich direkt anstatt das Handtuch die Taschenlampe. Nein, können wir dir helfen? Was ist denn nun mit dir? Warum sagst du nichts? Und was ist mit dir? Was ist hier nur los? An was für einen grausamen Ort bin ich hier geraten? Okay. Habe ich genügend Taschenlampen für diesen dunklen Gang. Ah. Das Gitter haben wir erstmal ewig gesucht irgendwie. Wir haben es erstmal nicht gesehen. Ah. Eine... Wow. What the fuck? Okay, das Spielzeug habe ich wieder eingekriegt. Was... Was war das denn gerade? Ich dachte schon gerade kurz, ich müsste jetzt die Aufnahme erstmal beenden und so. Was? Ich glaube, der Raum hier ist einfach nur extrem verbuggt. Kann das wohl sein? Aber sowas hatte ich ja schon lange nicht mehr, so einen schönen Grafikfehler. Das ist jetzt hier alles gerade sehr verbuggt irgendwie gefühlt. Hilfe! Da drehe ich jetzt echt mal am Rad. Aber solche Bugs passieren, wenn ich zu viel halt hin und her schalte, sag ich mal. Und ich habe gerade eben kurz nochmal das Spiel halt beendet, um zu gucken, wie das mit dem Sound ist und sowas. Weil ich die Musik halt etwas lauter gemacht hatte im Vergleich zum vorherigen Custom-Level, was ich aufgenommen hatte. Und, ja. Oh, die Tür ist ja jetzt offen. Jetzt kann ich zu ihm. Hey, Kumpel! So kommt man also zu dir hin. Wollte schon gerade sagen, das Minipack war gerade kurz weg. Ah, es ist ein Secret. Und jetzt komme ich auch hier durch. Das ist doch schön. Aber ich liebe wirklich diese Musik. Da kriege ich jedes Mal dann extrem... Naja, was heißt ich jedes Mal, ne? Aber wenn ich diese Musik höre, auf jeden Fall so an sich, dann kriege ich extrem große Lust, wieder Vampire the Masquerade Bloodlines zu spielen. Eine Ritualkerze? Aber zum Glück brennt sie nicht. Oh, noch ein knapper Mäuschen. Das liegt an den Mäusen, habe ich das Gefühl. Das Spiel mag die Mäuse nicht. Alter, hallo, Spiel. Krieg dich mal wieder ein hier. Alter! Ich speichere mal, glaube ich. Und dann muss ich hier auf jeden Fall zumindest die Aufnahme mal kurz beenden, weil das geht ja echt gar nicht hier. Ich glaube, hat sich jetzt total aufgehangen auch. Okay, bis gleich. Das ist ja echt nicht schön. Bis gleich.
Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt das noch gesehen. Also anscheinend sollte diese Kerze sehr wohl brennen und hier ist gerade das Feuer über den Boden gelaufen, wie so eine Maus oder so. Oh boy. Das ist ja gerade echt nicht feierlich. Was ist mit diesem Spiel gerade kaputt? Und hier ist ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Ja, es geht ja auch nur nach rechts und jetzt hier lang. Danke für diesen überflüssigen Hinweis. Ich kann dieses Horrorspiel jetzt nicht mehr ernst nehmen, eigentlich. Oh, hi! Ich sollte mich heilen. Ha! Wir haben in Tomb Raider 3 so gut zusammengearbeitet. Warum bist du jetzt gegen mich? Ja, okay, ich habe dich eigentlich zuerst angegriffen, ne, zugegeben, aber... Naja. Du hast Munition für mich, das freut mich sehr. Ich hoffe, wir treffen auf keine Mäuse mehr, weil anscheinend macht dir das Spiel kaputt, aber ich glaube auch nicht, dass wir noch auf welche treffen. Oh nein, meine lieben Freunde, die Aliens, schon wieder aufgeschlitzt. Warum? Da ist eine Spinne, die nicht rauskommt, zum Glück. Ich habe gerade irgendwie eine Fledermaus gehört, aber hier ist gar keine. Lol. Oh, und wer bist du? Irgendwas Gruseliges. Was genau geht hier eigentlich ab? Das habe ich auch durch Zufall herausgefunden, dass man hier durch kann. Und dann so, oh, Secret, ja. Weil es sieht ja so zu aus. Und dass hier so eine Glaswand ist, kennt man ja von solchen Dingern, die da so gemacht sind. Aber nö, da kann man echt durch. Es ist natürlich dann geschickter, so ein Secret zu verstecken für die, die halt auch so alte Tomb Raider-Hasen sind wie ich und dann sich denken, ach ja, nee, ne? Kann man ja eh nicht rein. Noch ein Alien. Warum nur? Warum habt ihr das getan? Und ich hoffe ja mal, wir werden jetzt das restliche Spiel ohne restliche Bugs erleben können, aber... Ich denke schon. Ich habe das Spiel gleich gerade mal vorhin komplett ausgemacht und wieder angemacht und das sollte es eigentlich beheben. Aber ich sollte nicht vergessen, regelmäßig zu speichern. So, hier habe ich erstmal lange gerätselt. Was können wir tun? Wir haben hier ein Feuerchen und wir haben hier ein Feuerchen, was aus ist. Wo finden wir eine Fackel? Die Fackel ist echt ganz böse versteckt, nämlich genau hier. Ne, man sieht es einfach nicht. Und ich hoffe, man hat gerade nicht gehört, dass ich auf Skype angeschrieben wurde. Ich sag nur schon mal in dieser Hinsicht, hallo Schatz. Aber ich bin noch am Aufnehmen, noch skypen wir nicht, nein. Ich will noch weiter aufnehmen. Hier muss man echt dringend aufpassen, übrigens natürlich sich nicht selber mit anzuzünden, weil das kann hier sehr leicht und schnell mal passieren. Hier auf jeden Fall hatte ich mich letztes Mal mit angezündet, deswegen... Das sollte natürlich nicht passieren. Und da vorne steht ein Onkel Otto, der uns anscheinend kennenlernen will. Tun wir ihr doch mal den Gefallen. Die Geräusche sind auf jeden Fall neu, aber ansonsten, so wie er sich verhält von seinem Kampfstil her, ist es gut, dass ich ihn von vorne angegriffen habe. Denn er hat die gleiche Angriffstaktik gehabt wie diese Geilheitsritter in Tomb Raider 4. Oh. Ein Heli-Landeplatz? Werde ich gerettet? Hallo? Doch, kein Heli. Was? Wie? Wo? Wer? Was? Wo? Wo denn? Hier ist doch gar keiner. Und vor allem ist derjenige gerade anscheinend tot umgefallen. Und jetzt höre ich eine Spinne. Was? Hallo? Ist hier wer? Itzy Mitzy Spider? Oder sonst wer? Nein, hier ist niemand. Okay, das heißt, ich kann dich nur verschieben anscheinend.
komm mal her. Du musst doch bestimmt da vorne drauf. Ich habe auch erstmal so gedacht, okay, vielleicht liegt da runter wirklich nur was oder... Da vorne ist halt so, nein, Lara, bitte, mach keine Geräusche, das klingt echt eklig. Oder das hier ist halt eine Luke, so ein Brunnen, wo man dann reintauchen kann oder sowas. Ein Gullideckel, aber nö. Überhaupt nicht. Das ist einfach nur die Markierung, wo die Kiste drauf muss. Oh, das klingt so eklig. Wer hat Lara hier vertont, bitteschön? Ja, da haben wir die Welt mal eben mit umgefärbt. Alles wurde schön rosa. Hier sind aber, glaube ich, nur zu Tore. Kann das sein? Ja, hier ist noch zu. Okay. Wir sind jetzt... Also Lara hat anscheinend ihre Pillen eingeschmissen. Ah, okay. Da können wir hoch. Aber hier können wir auch hoch. Nicht hier. Noch ein Secret. Nice. Dieses komische Geräusch. Hier vorne können wir übrigens nach wie vor nicht hoch, wie wir sehen. Hier ist einfach nur eine Steinwand. Vielleicht hätten wir sonst vorher daran hochklettern können, auch wenn es nicht danach aussah, wäre ein weiteres Secret gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber naja. Wow, die Wolken ziehen aber sehr schnell vorbei. Das sind Wolken auf Speed. So wie Lara anscheinend gerade auch voll auf Speed ist bei diesen Farben hier. Es gibt ja auch so ein Lied, was mir da gerade so einfällt. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Es war eine Band, die sehr hart gesungen hat. Also härter als Rammstein oder so. Es klang wirklich einfach nur schrecklich. Und mein Vater hat damals eines dieser Lieder gecovert. Ich weiß nicht mehr, wie es genau jetzt hieß, aber... Es war auf jeden Fall irgendwie sowas... mit Drogen hatte es zu tun. Stirb, 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 Blöcke, stirb, Blöcke, stirb, 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 stirb. Auch wenn du nur gerade sinnlos im Kreis geflogen bist. Aber ich mag keine Mücken, genauso wenig wie ich Päckchen mag. Das ist einfach so. Also da drehe ich wirklich am Rad. Auch wenn das Dachziegel sein sollen, sieht so kein Dach der Welt aus. Einfach nur eine senkrechte Wand. Und hier erkennt jeder garantiert direkt, was es ist. Wovon das hier abgeguckt wurde. Genau, von Tomb Raider 4, ein Zug in der Wüste. Und es ist auch wieder der gleiche Trick. Wir kommen hier nur voran, wenn wir uns hier am Rande entlang hangeln. Anders geht's nicht. Die Mucke ist ziemlich geil. Die ist nicht mehr aus Bloodlines, so viel ich weiß, aber sie ist trotzdem ziemlich passend. Na komm, nimm. Ist das die gleiche Waffe, die wir auch schon eben gefunden haben? Oder sieht die leicht anders aus? Ich weiß es nicht. Man kann sich übrigens angeblich nicht von hier oben in das Loch fallen lassen. Aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert, deswegen will ich das natürlich mal eben gucken, ob das irgendwie vielleicht geht. Aber nee, okay, das sehe ich auch schon so. Das ist definitiv zu hoch, da würden wir echt nicht reinkommen. Das geht nicht. Na gut. Dann hangeln wir uns mal wieder zurück. Hätte ich auch jetzt rein theoretisch auf der anderen Seite tun können. Ja, aber... Naja, was soll's. Ach ja,
Lara in ihrem schönen Agenten-Outfit. Alles Lack und Leder und Latex. So muss das. Ich meine, so laufe ich ja auch immer rum nur, ne? Was anderes trage ich gar nicht. Kennt man ja von mir, ne? Nein, natürlich nicht. Ich habe auch erstmal gar nicht geguckt, dass hier Items liegen. Ich habe nur gedacht, okay, hier geht's zur Bushaltestelle und hier geht's irgendwie ins Treppenhaus, aber nein. Hier liegen einfach nur O. Genau, hier liegen einfach nur O. Naja, egal. Na, Spinny Boy oder kein Spinny Boy? Kam hier jetzt nicht eine Spinne? Zum Glück ist es diesmal kein Cyborg, sondern nur ein einfacher Mensch. Die haben mich ja echt dann schon Brüder 5 extrem genervt. Aber komisch, hier kann doch normalerweise noch eine Spinne. Wollte gerade sagen. Aber wenn ich dich nicht besiegen muss. Ach, dann tue ich es auch nicht. Lebe mit den ewigen Schmerzen. Oh. Hilfe, wo, wer? Was, wie triffst du mich noch? Du bist komisch umgefallen, Junge. Oh. Ich nehme ein großes Medipack. Ha. Okay, ein weiteres Monster ist erlegt. Und der Part sollte jetzt lang genug sein. Das Spiel ist auch fast vorbei. Obwohl, ich glaube, ich mache ihn tatsächlich ein bisschen länger aus verschiedenen, bestimmten Gründen. Okay. Oh, hier liegt auch noch ein Medipack. Das ist wirklich eine Klinik des Todes. Er ist sogar im Kopfkissen versunken. Er kann das Elend nicht mehr mit ansehen. Er auch, aber er ist auch schon tot. Der ist auch schon tot, so wie es aussieht. Nur er lebt noch. Gerade so. Was ist das hier nur für ein schrecklicher Ort? Obwohl, ich glaube, ich werde den Part hier doch schon beenden, sonst pausiere ich den nochmal kurz, weil ich werde gleich garantiert nochmal mehrere Versuche brauchen, um das zu schaffen, was gleich noch kommt. Deswegen bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wir sehen uns hier im nächsten Part wieder, wenn wir diesem Horror hoffentlich entkommen können, ihn überleben werden und vor allem die Scheiße gleich schaffen werden, denn es kommt gleich eine richtige Scheiße und deswegen schaltet auf jeden Fall wieder ein, es lohnt sich und ja, bis zum nächsten Part. Bye, bye!